Hallo und willkommen zurück zu Bounty Train. Ich würde sagen, wir versuchen in der Folge mal unsere Schwester zu finden in Wilmington. Das ist nicht allzu weit weg. Und wir haben auch ein bisschen Geld gesammelt. Das wäre hier. Das heißt, wir fahren nach Süden und wir hätten in New York, glaube ich, noch eine Menge an Waffen gelagert. Genau. Das heißt, werden wir die da irgendwo los? Unterwegs? Nicht wirklich, oder? Wie schaut's denn aus? In Philadelphia. Na gut, in Philadelphia könnte man sie verkaufen. Immerhin. Da machen wir, glaube ich, auch ein bisschen Gewinn. Ja, ein bisschen ist untertrieben, doch ordentlich. Dann ist das, glaube ich, eine gute Idee, außer es gibt irgendeinen tollen Auftrag. Cincinnati, Cleveland, Portland. Sollen wir uns noch einen Umweg leisten? Noch einmal zurückfahren? Ich glaube, wir fahren runter. Ah, und ich wollte noch ein bisschen Geld anlegen. In der Bank. Und zwar haben wir 10.000. Oder so, dass wir ungefähr 2.000 rausbekommen. 45 Tage ist okay. Haben wir 10.000 Dollar mal in New York angelegt. Und wir haben ja noch die Waren. Das heißt, die müssen wir gar nicht kaufen. Wir können sogar noch ein bisschen was verkaufen. Schmuck, ich glaube, den lassen wir da. 8 scheint mir jetzt ein bisschen wenig Gewinn. Wann kommt eigentlich unsere Verstärkung wieder? Da ist jemand im Gefängnis gelandet. Hoffe bald. So, auch ein Tausender mehr wieder. Was bringt der Schmuck hier? Das ist okay. Raus damit. Oh, eine Menge. Boston, das ist alles nach oben. Anlieferung von 4 Einheiten Stahl für ein Tausender. Das ist viel. Da wird es sich fast lohnen zu schauen, ob es irgendwo in der Nähe einen gibt. Pittsburgh. Das wäre einmal hin und zurück. Das könnte man machen. 15 Tage Leichtzeit. Und was nehmen wir mit nach Pittsburgh? Wir nehmen mit. Wir könnten nochmal nach New York und weitere Waffen holen, aber ich glaube, das ist ein bisschen Umweg. Stoffe. Nehmen wir die Baumwolle mit, was soll's. Ist nicht schwer, sparen wir uns Zeit. Oder New York ist schon. Würde heißen, einmal noch zurück oder einmal wieder zurück. Möchte ich jetzt auch nicht. Wenn es der Zufall so will, hat Pittsburgh gerade einen Auftrag für Baumwolle. Tatsächlich, Anlieferung von 3 Einheiten Baumwolle. Bringt nicht viel, aber immerhin. Ich glaube, mitunter lohnt es sich vielleicht auch, das hier einfach deswegen liegen zu lassen, damit man dann instant Aufträge erfüllen kann. Also ich nehme mal an, Stahl bringt uns jetzt sowieso was in Philadelphia, oder? Ja, definitiv. Ja, nächster Stopp Washington. Schaut's aus, nach Richmond runter 1000 kostet die Strecke. Da ist die Konföderation. Aber ich glaube, das lohnt trotzdem. Also das lohnt, ich möchte einfach weiterkommen. Sollte man eher so ausdrücken. Sonst irgendwas in unsere Richtung? Nein. Laben den Stahl hier auch aus.
schnell gegangen, da jetzt wieder Geld zu bekommen. Reines Interesse. Könnten wir jetzt sogar Gewinn machen wieder. Ich glaube, wir sind ja hier von Alkohol ist illegal eingekreist im Moment. Na, Washington ist es sogar wieder legal. Oder haben wir letztes Mal, ich glaube, wir sind zwischen New York und Philadelphia gependelt, wo wir dauernd in die 100% gelaufen sind. Ich hätte irgendwo anders hinfahren sollen und den Alkohol woanders verkaufen. Dann hätten wir zwar die Aufgabe da oben nicht mehr geschafft, aber im Endeffekt wäre es uns vermutlich billiger gekommen. Also, den Alkohol könnte man mitnehmen nach Washington. Ich nehme mal an, es lohnt sich. Auf jeden Fall. Rein damit. Würde ich sogar fast nochmal auf Lager nehmen hier. Auch wenn es teuer ist. Vielleicht nochmal runterfahren. Auftrag. Schmuck und Medizin. 8 Einheiten Schmuck. Die zahlen echt alle gut für Schmuck. 16 Tage. Das ist lang. Minus 90 habe ich mich verschaut. Dachte, den Washing bringt der voll viel. Habe ich mich verschaut. Okay. Dann kommt er hier hin. Schmuck. Gibt's gerade gar nirgends wirklich. Okay, bringt das nichts. Wir könnten die Waffen nach Washington. Ah, na, Quatsch, das geht nicht. Pittsburgh, Boston. Sonst, wir können einfach mal nach Richmond fahren. Alkohol und Waffen. Naja. Warum war ich der Meinung, dass hier der Alkohol gut zu verkaufen ist? Naja, vielleicht steigt der Preis noch. Dann nehmen wir irgendwas mit, was einfach sonst billig ist. So, musste kurz unterbrechen, aber da sind wir wieder. Mal schauen, wo ich stehen geblieben bin. Genau, nach Richmond wollte ich fahren und was nochmal mitnehmen. Keine Ahnung, Nahrung glaube ich einfach so pauschal, weil man nicht genau weiß. Uh, 600 verlangen die schon. Die anderen waren alle vorher 400 oder 500. Das heißt, das sind noch mehr Gegner. Ich glaube nicht, dass wir die zu dritt schaffen. Ich fürchte, da müssen wir mal zahlen. In der Hoffnung, dass wenn wir das nächste Mal vorbeifahren, die uns nichts tun. Bisschen schade, aber das Risiko gehe ich jetzt nicht ein, solange wir nicht das dritte Crewmitglied haben. Stahl anliefern, hätten wir 18 Tage Zeit. Hier gibt es Schmuck extrem günstig. Wer wollte jetzt nochmal Schmuck? War das eh, glaube ich, Washington, oder? Dann hoffen wir einfach. Da haben wir nichts. Dann hoffen wir einfach, dass uns die Banditen jetzt in Ruhe lassen. Wenn ich den jetzt nochmal zahle, dann sind wir auf minus 1. Man möchte nicht immer 600 zahlen beim Vorbeifahren. Aber in dem Fall hat es sich, glaube ich, gelohnt. Für den Auftrag hier. Stahl nach Richmond. Ich versuche es jetzt noch einmal, ich fahre jetzt noch einmal hin und her. Aber im Moment sind wir einfach, wie gesagt, nicht ausgerüstet. Um hier zu kämpfen.
Alkohol und Waffen illegal, okay. Wie schaut es jetzt mittlerweile aus? Ja, jetzt können wir es mit Gewinn verkaufen. Dann weg damit. Und nehmen wir nochmal Nahrung mit und dann schauen wir, ob sie uns jetzt in Ruhe lassen oder nicht. Sonst zahlen wir noch einmal. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt im Plus sind, dann hoffentlich haben wir von denen Ruhe. Aber für die Aufträge hat es sich jetzt hier wirklich gelohnt. Moment. Die hätten auch gerne 6 Stahl. Oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Das ist eine neue Aufgabe, oder? Genau. Sollen wir nochmal hin und zurück fahren? Achso, Moment. Wir haben den Stall nicht gekauft. Wir haben den als Auftrag bekommen. Okay. Fast durcheinander gebracht. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter nach Süden. Und suchen wir unsere Schwester. Großer Begleitwagon, okay. Müssen wir eigentlich unser Crewmitglied wieder abholen, wo auch immer das inhaftiert wurde? Gute Frage. Da ist Eddie Pearl. Sehr schön. Und der Robert E. Lee, auch ein neuer Charakter. Reden wir mal mit dem vorher. Mit dem wollte nur Hallo sagen. Pearl! Ich bin's, dein Bruder Walter. Bist du's wirklich, Walter? Es ist so lang her. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Was machst du so weit fort von zu Hause? Vaters Geschäft ist in Gefahr. Ich kam her, um es zu retten. Wir müssen 51% der Anteile halten, um den Streckenverlauf der transkontinentalen Eisenbahnroute zu ändern und seinen skrupellosen ehemaligen Partner einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ich brauche dafür deine Hilfe. Ich würde dir gerne helfen, aber mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Wovon redest du? Was passiert? Ich fürchte, ich bin sehr krank. Was? Warum sagst du das nicht gleich? Ich kehre bald mit Medizin zurück. 46 Tage haben wir jetzt Zeit. Okay, sollte jetzt nicht so ein Riesenproblem sein. Vor allem, wenn Medizin hier auch schon... Anna, aus der Apotheke müssen wir welche beschaffen. Okay. Hier gibt es eine Menge Zeug. Fällt mir gerade auf. Wirklich eine Menge. So, Pearl. Wie kommen wir jetzt zu unserem inhaftierten Charakter? Ah, ich glaube, der ist in Knoxville abzuholen mittlerweile. Hoffe ich. Das heißt, mal schauen. Wir brauchen eine Apotheke. Mit anderen Worten, wir müssen nach Philadelphia. Und in Knoxville, da wäre unser Freund. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und es gibt hier auch eine Apotheke. Ich möchte nämlich holen, damit, wenn ich hier das nächste Mal vorbeifahre, würde ich mir sogar überlegen, ob wir die angreifen. Ja, kaufen wir. Dann fahren wir nach Knoxville. Irgendwo finden wir schon eine Apotheke. Abgesehen davon, Zorn einer verschmähten Frau ist auch in Knoxville. Trifft sich das gut? Was liefern wir jetzt nach Richmond? Eine... wollte gerade sagen, eine Möglichkeit wird sich sicher ergeben bei den Massen an Waren, die hier lagern. Allerdings ist nichts wirklich billig. Pelze. Stahl. Auftrag gibt es nicht zufällig. Anlieferung von 10 Einheiten Stoff. Baumwolle nach Washington. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Dann nehmen wir Pelze mit. Ich glaube, mit denen haben wir noch gar nie gehandelt. Falls ich sie erkenne. Hier. Doch, ich glaube, wir hatten mal einen Auftrag mit Pelzen.
Haben wir in Richmond eigentlich im Waffenladen vorbeigeschaut? Ich glaube auch nichts für uns. Ich meine, es würde sich lohnen, ein bisschen mal abzugraden, wisst ihr was? Auch wenn ich gerne eine noch bessere hätte. Und ich weiß, es gibt Waffenhändler, die einem mitunter wirklich sehr gute Waffen verkaufen. Die behalten wir mal für den Moment. Ein bisschen Upgrade nicht verkehrt. Ich glaube, ich kaufe sogar noch eine Stange Dynamit dazu. Oh, wir haben ein Level Up gar nicht mitbekommen. Nachladetempo erhöhen. Klingt gut. Das heißt, wir fahren jetzt nach Knoxville. Da wissen wir auch nicht, was dort billig und teuer ist. Aber ich glaube, 111 für den Schmuck ist nicht allzu viel. Würde mich fast wundern, wenn wir den dort nicht loswerden. Riskieren wir es mal und nehmen noch Baumwolle mit. Oh, Banditen sind mittlerweile weg. Alles klar. Ein Lager. Schneebestia lädt uns hier ein. Ist uns eine Ehre. Haben die mit Schmuck was anzufangen? Ja. Baumwolle. Auch. Und die Medizin schaut relativ günstig aus. Der Tabak auch. Oder Medizin. Naja, es geht. Nehmen wir den Tabak mit. Der graue Fuchs sucht Arbeit. Ah, der wäre ein Kanonier. Ah, wir holen ja gerade jetzt unser vermisstes Crewmitglied ab. So, Knoxville. Gibt's hier zufällig? Gibt's ein Post Office? Genau, ich habe ganz vergessen, dass ich jetzt über die Abos noch abschließe wegen aktuellem Preis. Zorn einer verschmähten Frau. Belohnung, du findest das Lagerhaus und schließt eilig die Tür auf. Doch, du schüttelst nur enttäuscht den Kopf, während du durch den fast leeren Raum läufst. Hier gibt es gerade genug Tabak, um sich eine einzige Zigarre draus zu drehen. Du wurdest wohl, von der schönsten Trickbetrügerin des Landes reingelegt. Ja, auch witzig. Da ist er, der Sandro. Oder Sandro, der heißt immer anders, den nehmen wir mit. Oh, die Charaktere, ich vergesse da und irgendwelche Sachen, muss auch mit den Leuten hier reden. Verdammt, es ist fast fertig. Ich brauche nur noch etwas. Hallo, mein Herr, Sie sehen sehr müde aus. Oh, das bin ich auch. Der Lokomotivenbau ist verdammt anstrengend. Stahlbestellungen, Werkzeugbestellungen, diese Bestellerei raubt mir den letzten Nerv. Ich kümmere mich mehr um solche Dinge als um die eigentliche Erfindung. Ich kenne mich mit Lokomotiven aus, vielleicht kann ich helfen. Ich habe eine Liste mit Waren erstellt, die ich für die Produktion brauche. Wenn Sie sich darum kümmern, würde ich Ihnen Ihre eigene Lok bauen, eine Forney 044T mit leistungsstarker Maschine. 20 Ölfässer, 18 Stahl, 12 Werkzeugkisten. Das nehmen wir natürlich an, vor allem weil es kein Zeitlimit hat. Sehr cool. Und der Jack? Mein Herr, können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Es ist sehr wichtig. Tut mir leid, war im Gedanken. Was wollen Sie? Ich suche einen Mann namens Ellie. Ah, okay. So sieht er aus. Ach, Ellie. Wenn Sie gehofft haben, ihn lebend wiederzufinden, muss ich Sie enttäuschen. Er ist tot. Tot? Wie das? Ellie, Sie haben ihn aufgeknüpft. Gelüncht wie so viele Sklaven, die den Weg nach Norden wagen. Wir haben ihn geholt und begraben, aber als es sicher war. Hier, bringen Sie seiner Frau diesen Anhänger. Das werde ich, vielen Dank. Schade drum, die arme Emily oder Amelia wird sich da nicht gerade freuen. So, was haben wir hier sonst? Ein Saloon. Warte ich nicht. Den Tabak. Den verkaufen hier, was soll's. Da hat man auch wieder sehr günstigen Schmuck. Die Victoria kann auch aufleveln. Heilerstufe 5, das klingt gut.
Und... Ah, er hat sein Dynamit noch. Das ist hervorragend. Da war ich nicht ganz sicher, ob er seine ganzen Sachen behalten darf. Aber ja. Okay. Das heißt, hier wollen wir eine Lokomotive bauen. Und es gab doch noch einen Auftrag für eine Waffe. Wer wollte da seine Waffe verkaufen? Irgendwer hier. Ich muss die Charaktere ein bisschen mehr anplaudern. So, die Bürgermeisterin in dem Fall. 16 Kisten Medizin für die Lizenz kommt uns vermutlich billiger, wenn wir lang genug schauen. Jacksonville, Öl. Gut, das bringt uns alles nichts. Das heißt, wir fahren einfach mal zurück, besorgen die Medizin. Wohin wollen wir jetzt fahren? Oder müssen wir vielmehr nach Richmond, Washington? Im Endeffekt Philadelphia. Richmond, Washington oder Philadelphia? Richmond, Washington, Philadelphia. Okay, dann ist, glaube ich, für mich mal klar, was wir machen. Gut, einen Zwischenstopp müssen wir einlegen. Dann machen wir den in Washington. Geht auch nicht. Wir kommen nur bis nach Richmond. Dann schauen wir, ob da irgendjemand am Bahnsteig zum Plaudern gibt. Aber wir fahren jetzt einfach mal direkt nach Philadelphia. Dann können wir über den verlorenen Ehemann reden. Schmuck verkaufen und Medizin einkaufen. Louis. Ich brauche Hilfe. Wer sind Sie? Was kann ich für Sie tun? Nennen Sie mich Lo. Okay. Ich wurde im Kampf verwundet und muss ins Krankenhaus. Gut, wir haben keinen passenden Waggon. Vielleicht denken wir an ihn und schaffen das noch. Dann schauen wir noch in Washington vorbei. Da ist ein Zivilistenlager, das sollte uns nicht stören. Oder gab es da eine Schmuckaufgabe? Nein. Nach Atlanta. Heißt theoretisch, würde mich jetzt interessieren, wenn wir jetzt nach Atlanta fahren, ob es da einen Auftrag gibt, der da heißt Liefer. Aber Atlanta ist sowieso sonst wo. Na, das bringt nichts. Irgendjemand zum Plaudern. Eine Menge Leute, die wir engagieren könnten. Aber sonst nichts. Da gibt es auch eine Bank. Gibt es hier irgendwie ein Post Office? Gute Frage. Hier ist es. Darf ich auch nicht vergessen. Dann Philadelphia. Und hier lösen wir jetzt auch ein paar Sachen auf. Ja, sagen wir mal handeln. Vielleicht hat er Waffen oder ähnliches. Da wäre der Charles. Dynamit, Dynamitpaket. Eher uninteressant. Also Philadelphia. Schritt 1, wir verkaufen mal. Oder Schritt 1, wir schauen, ob es einen Auftrag gibt. Vielleicht für Schmuck. Jawohl. Sehr schön. Und den Rest verkaufen wir. Für viel Geld. Hervorragend. Dann plaudern wir. Ah, das war jetzt ein bisschen falsch rum erledigt. Ärgerlich, kostet mich jetzt 900 und bringt mir 900 oder 1390, haben wir ein bisschen Geld verschwendet, weil ich es verkauft habe, ohne den Auftrag abzuschließen. So, die Amelia, ups, das ist sie nicht. Hier, ich habe diesen Anhänger gefunden. Der gehört Ellie, das heißt, er ist... Er hat es nicht geschafft. Tut mir leid. In meinem tiefsten Inneren habe ich es geahnt. Wäre er noch am Leben, hätte er mich längst gefunden. Er war ein guter Mann und ist nun sicher an einem besseren Ort. Ich danke Ihnen
Es ist zwar nicht viel, aber nehmen Sie dies als Lohn für Ihre Mühen. Ich habe zu danken. Wenigstens konnte ich Ihnen Sicherheit verschaffen. Was haben wir bekommen? Einen guten Revolver? Ah. Tatsächlich. 4 Schaden mehr. Bisschen weniger präzise, aber das tauschen wir doch. Dann tauschen wir auch den und den. Dann hat jeder einen besseren. Er kann auch aufleveln. Soll er besserer Heiler werden? Ja. Machen wir. Okay, dann würde ich sagen, dass ich es nicht vergesse, kaufe ich die Medizin für die Schwester. Sie hat Fieber und rote Punkte. Haben Sie was dagegen? Ich war der Meinung, dass man hier jetzt ein spezielles Medikament bekommt, aber ich nehme an, man kauft einfach ein beliebiges. Das heißt, wir hätten es eh schon gehabt. Aber wenn ich das hier reinziehe, beschaffe Medizin. Na, super. Okay, aber macht nichts. Ich wollte sowieso Medizin kaufen, damit jeder ein Fläschchen hat. Das heißt, ich kaufe hier nochmal 2. Und gut ist, zählt immer noch, als wir haben es, ja. Dann müssen wir zurückfahren. Okay, würde ich sagen, Pause an der Stelle. Ist schon wieder viel zu sehr überzogen. Ich werde noch 1-2 Folgen aufnehmen und dann schauen wir weiter. Aber im Moment finde ich es ziemlich motivierend. Also macht richtig Spaß. Jetzt hier noch Lokomotive noch bauen. War er der Waffenmensch? Ja, genau. Das machen wir auch noch. Seine Waffen an die Konföderation verkauft, wie der General Lee. Wisst ihr was, das nehme ich an, nachdem ich gespeichert habe, weil falls das ein Zeitlimit hat, dann überlege ich mir, ob ich das später mache. Dann wünsche ich alles, jeweils Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vierdenk und baba.